Hallo lieber Widder, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Unter Kanalinfo findest du alle Infos zu meinen Angeboten, auch zu den persönlichen Legungen. Bei diesem Video handelt es sich um eine kollektive Legung. Es kann sein, dass sie auf dich zutrifft, es kann aber auch sein, dass sie nicht auf dich zutrifft. Falls diese Legung nicht auf dich zutreffen sollte, schau bitte gerne meine Videos zu den Mond, Venus und Aszendentzeichen an. Unten in der Infobox habe ich dir auch noch alle Karten verlinkt, die ich in meinen Legungen verwende. Falls dich interessiert, schau es dir gerne an. In dieser Legung geht es um den Monat Oktober 2023. Wir schauen mal, welches Thema sich hier für dich zeigen möchte, was wichtig für dich ist. Vor allem jetzt, wo wir den Mond im Widder haben, wird dies bestimmt großen Einfluss auf dich haben im Oktober. Sehr feurige, aktive Energien. Wir haben hier bei dir ein Vorankommen in einer bestimmten Situation, Abschluss und eine Vorwärtsbewegung. Du schließt mit irgendeinem Thema im Oktober ab. Könnte sein, dass es sich hierbei um ein Schattenthema handelt. Und für manche habe ich hier eine Wunscherfüllung, einen Wunsch, der in Erfüllung geht. Vielleicht hängt dies auch mit diesem Mond zusammen, den wir jetzt hier im Widder haben. Rückzug. Wir haben hier bei dir lieber wieder einen Rückzug. Du ziehst dich hier zurück, damit du dich hier mit dir beschäftigst, mit deinen Schattenthemen beschäftigst, dich mit dir selbst auseinandersetzt. Eventuell hast du hier vielleicht auch wirklich durch den Mond gemischte Emotionen, sodass du nicht weißt, was ist jetzt hier mein Kopf, was ist die Intuition, was sagt das Herz. Ja, dir geht's hier schlecht, du ziehst dich hier zurück. Vielleicht hast du momentan auch so ein Schwarz-Weiß-Denken. Du beschäftigst dich hier mit deiner Vergangenheit. Also wir haben hier den Blick zurück in die Vergangenheit. Eventuell sind bei dir Selbstwertthemen momentan aktuell. Die Klarheit kommt, keine Sorge, was deine Gefühlswelt hier betrifft. Schicksalhaft steht hier bei dir eine Transformation an. Du kommst hier aus dem schlechten Gefühl wieder hier in die Freude, beziehungsweise vielleicht auch erstmalig in die richtige Lebensfreude. Einige von euch transformieren hier auch Glaubenssätze, die schon lange aktiv sind. Und du widmest dich danach hier deinen Zielen, deiner Perspektive sozusagen, deinen Wünschen. Wir haben hier positive Nachrichten, also wie gesagt, für einige von euch wird sich hier ein Traum erfüllen. Vielleicht auch anders, als du vielleicht gerade jetzt Anfang Oktober denkst. Wir haben hier eine Partnerschaft, die hier noch im Verborgenen liegt.
durch diesen Transformationsabschluss kommt hier eine neue Partnerschaft zustande. Vielleicht wirst du am Anfang etwas zu kämpfen haben aufgrund deines Vergangenheitsthemas, dass du hier dein Herz öffnest. Aber wir haben hier die Sonne, die Herrscherin und die 10 der Münzen. Erfolg in dieser Situation. Eventuell hast du es auch mit einer Waage zu tun oder Stier. Aber definitiv wirst du hier mit allem nach deiner Transformation sehr viel Erfolg haben. Ich danke dir lieber wieder dafür, dass du zugesehen hast, und wir sehen uns demnächst im nächsten Video wieder.